Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch ein paar Mini-Decks vorstellen. Diese werden von dem Verlag Rockpool herausgegeben, von verschiedenen Künstlern und Autoren. Ja, das sind, kann man vielleicht so als kleine Mini-Orakelkarten oder Affirmationskarten sich so vorstellen. Und ja, bei mir haben sich so einige angesammelt, weil einfach die so zuckersüß sind und ich habe auch schon einige davon verschenkt. Das ist so ein kleines süßes Mitbringsel, finde ich immer ganz als geeignet. Und auf der Arbeit habe ich in meinem Schreibschränkchen auch so dieses. Fangen wir gleich mal mit diesem hier an. Einer meiner Lieblinge, Divine Doors. Und ja, die sind alle in der Machart gleich. Wir haben halt so einen kleinen Text, wie man die verwendet. Und dann hier ist nur die Rechte der Bilder angegeben. Ansonsten mit einem kleinen Magnetklappverschluss, dass das dicht bleibt. Und die sind alle ein bisschen ähnlich oder verschieden, wie man es nimmt, aufgebaut. Haben alle dieses nette handliche Format, gut zum Mischen. Ziemlich langgezogenes Format und Kartenstärke ist einfach super toll. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen glänzend, aber ich würde sagen, na, so richtig Hochglanz ist das vielleicht nicht, so, aber knapp davor. Und ja, meistens haben ein Bild vorne und hinten dann halt so einen kleinen Text. Ich ziehe mir jede Woche immer. So im Laufe der Jahre nehme ich mir dann immer so ein kleines Kästchen und sage, so dieses Jahr bist du dran. Und dann ziehe ich jede Woche so ein kleines Kärtchen und stelle ihn auf. Und wie gesagt, die sind halt wunderschön. Dieses hat das Thema Türen. Und ich finde, das hat irgendwie auch was Schönes an sich, so die Geheimnisse, die hinter jeder Tür so stecken. Und ja, auch schöne Abbildung. Also ganz schön, finde ich. Also dieses Divine Doors, das ist einer meiner, von den ganzen, die ich habe, habe ich das schon am meisten, am häufigsten in der Nutzung. Dieses hier, das habe ich letztes Jahr mir angeschafft. Das ist alles eine der neuesten. Ach so, es kann sein, dass einige, die ich euch zeige, vielleicht gerade nicht mehr zu haben sind. Und ja, dieses hier ist eins der schönsten. Wieder auch nur, wie man die Karten verwendet. Und das hat hier so das Feenreich. Zum Thema und hier sind die Rückseiten alle gleich. Also wenn man die auslegt, kann man da nicht was rauspicken sozusagen. Schöne Rückseite. Dann gibt es halt auf den Karten immer verschiedene Motive und dann halt dazu ein kleiner Spruch. Und das ist auch letztes Jahr rege in Gebrauch gewesen. Und wunderschöne, hauptsächlich in so erdigen Grüntönen, Brauntönen. Diese hier sticht so ein bisschen heraus, aber ansonsten wunderschön gestaltet. Also auch einer meiner Lieblinge. Das sind fast, glaube ich, alle meine Lieblinge. Was ich dieses Jahr jetzt benutze, das ist mein letztes, das habe ich jetzt ganz neu. Das Chakra Love. Und ist auch, finde ich, wunderschön. Vor allem dieses Violett, also toll. Die Boxen sind auch so schön. Das hat da halt, ist das Thema Chakra und Kristalle. Da sind die verschiedenen Kristalle jeweils mit Aquarellfarben oder Gouache. Ich weiß es nicht. Also es sieht nach Aquarell dargestellt. Und ja, die sieht jetzt zum Beispiel aus wie ein Turmalin. Ja, ist Turmalin. Und geordnet sind die dann unterteilt. Sind die jeweils in den verschiedenen Chakren.
zum Beispiel hier Sakral. Und dann gibt es nochmal die Rückseiten, die haben dann halt so gemixt, die, die Kristalldarstellung. Und da steht dann einfach nur Harmony. Und dann hier unter so ein paar Vorschläge, was zu diesen gesammelten Chakren da passen würde. Und dann hier, wie gesagt, das Kronenchakra, das dritte Auge, Herz, Sakral und Wurzelchakra. Die sind dann halt auch so farblich zu erkennen. Und dann gibt es halt immer so einen Spruch. Dann hier zum Beispiel Tigerauge für Passion. Und die Sprüche, also diese kleinen Sätze, finde ich auch wirklich wunderschön. Und auch so die Gestaltung der Rückseiten. Das kann man sich dann aussuchen, wie man die vielleicht dann mal hinstellen möchte. Hier Lapis Lazuli. Quatsch, Lapis Labradorit meine ich auch. Fängt aber mit L an, ist beides dasselbe. Und ja, also dieses habe ich gerade jetzt so am Wickel. Und in Benutzung dann ähnlich, also auch mit Kristallen arbeitend. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das hier ist zum Beispiel auch nicht von Rockpool, sondern US Games. Und Crystal Wisdom. Also ich weiß nicht, ob die vielleicht Rockpool und US Games zusammengehören. Ich dachte, Rockpool wäre irgendwie aus Australien. Die sind ja aus Amerika. Keine Ahnung, wie sich das da verhält. Und da sind dann halt Aufnahmen, Fotografien von verschiedenen Mineralien, Kristallen, Edelsteinen, wie man auch nennen möchte. Und auf der anderen Seite dazu ein Schlagwort, ein Stichwort und ein Satz. Zu den haben wir Opal, Freude. Und auf der Rückseite ist dann halt der jeweilige Kristall abgebildet. Auch sehr schön, habe ich auch lange gebraucht. Ich habe auch einige, wo es passt, wo es sehr dunkel gehalten ist, habe ich die Ränder schwarz angemalt. Und dann kommen wir zum nächsten. Da haben wir hier Secret Garden. Das habe ich mal eine Zeit lang im Büro mitgehabt, auf der Arbeit. Das ist wieder von Rockpool. Und da ist es so, die Rückseiten sind alle gleich gestaltet. Schöne Illustration mit einem schönen Platz im Garten, wo man sich sofort hinsetzen möchte. Man kann sich da richtig einstimmen und dann halt eine Zeichnung, Umrandung und dann Stichwort und der Satz dazu. Und hier ist es so, dass dann wie so eine kleine Wahrsagerkarte immer noch so ein, passend dazu so ein kleines Bildchen von einem Lotus, von einem Osterglöckchen, von Bienen. Weil auch jetzt Bienen erwähnt worden sind, mit Rosen, Glücksklee und so weiter und so fort. Ja, finde ich also auch ganz nett. Ähnlich dazu, dieses hatte ich aber, das war einer meiner ersten, Whispering Woods. Das ist jetzt auch von US Games. Die beiden, muss ich sagen, könnte man ähnlich in die Kategorie mit Garten und Natur und dies hier mit Wald. Aber dies hier ist wieder einer meiner ersten. Und ja, alles, was mit Wald hat, ist halt so meins. Und es ist einfach wunderschön und süß. Hier das kleine Rehkitz. Und mit den kleinen Eichhörnchen und was weiß ich, ein kleines Kaninchen. Das ist hier auch dann der Rahmen um. Und hier sind die Rückseiten wie auch die Vorderseiten, die Illustrationen gleich. Also da ändert sich nichts. Es ändert sich hier nur wirklich das Stichwort und der Satz dazu.
Und aber, wie gesagt, einfach macht gute Laune. Und einige finden, habe ich in manchen Videos gesehen, finden die nichtssagend, diese Sätze. Also ich hatte die, glaube ich, 3 Jahre schon im Gebrauch. Ich habe ich so ein bisschen beige, dem Hintergrund, so diesem gelblich-weiß angeglichen, die Kanten. Also, weil ich ja große Waldgängerin bin, fand ich, passte das immer für mich. Dann habe ich noch jetzt noch die 2 letzten. Einmal hier Aboriginal Dreaming Totems. Das müsste dann auch Rockpool sein, weil, wie gesagt, die haben auch da verschiedene Themen zu Aborigines. Und das finde ich auch wunderschön. Da sind die Rückseiten. Hat jede Karte ein anderes Motiv. Und dazu dann halt auf der anderen Seite jeweils auch wie immer das gleiche Prinzip, ein Stichwort. Und dann dazu ein bisschen mehr Text als wie bei anderen Karten. Und ja, da habe ich auch die Kanten schwarz angemalt. Und das ist hier das letzte von diesen kleinen Schächtelchen. Das ist auch wieder Rockpool. Das ist Making Magic. Das habe ich auch gerne verwendet. Kommt bestimmt auch mal wieder demnächst auf den Tisch. Das habe ich auch schwarz angemalt, die Kanten. Davon gibt es auch ein größeres, richtiges Orakeldeck. Aber so wie ich das mitbekommen habe, fehlen in dem Orakeldeck, was größer ist, vom Format her, einige. Also hier sind noch ein paar Karten mehr. Die Rückseiten sind alle gleich. Also kann man halt schön auslegen und dann einpicken. Oder wie auch immer, wie man zieht. Und dann sind halt Symbole, alchemistische Symbole oder magische Symbole, wie man es immer nennen mag. Und dann halt, wie gesagt, das Stichwort dazu und auch so einen kleinen Satz. Ja, und hier ist wieder das Feuersymbol, kennen ja viele. Auch das ist sehr bekannt. Und von daher, also mit denen habe ich auch gerne gearbeitet. Kann man, wie gesagt, also meine hauptsächliche Ziehungsweise ist, dass ich halt einmal in der Woche so eine Karte ziehe und irgendwo sie gut sichtbar hinstelle. Ja, und das war das von meiner schönen, finde ich, ziemlich beträchtlichen Sammlung. Also das sind 4, 8, 8 Karten. 6 habe ich mittlerweile davon. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen.